Ja, hallo liebe Freunde von Schulhoff Programmieren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wie man so einen Adventskalender, so einen Online-Adventskalender eigentlich programmieren könnte. Ja, klingt zunächst sehr einfach, aber hat wie immer auch seine Tücken. Ja, also ich bin dann schon noch eine Weile lang dran gesessen, bis das hier auch funktioniert hat. Ja, wir gehen ja die Sache mal so durch, also so habe ich das Ding hier gebaut, ja. Also hier oben praktisch so ein schönes Weihnachtsbild, ja, mit der Tanne hier hinten und hier die fetten Geschenke, ja. Ich hoffe, du kriegst auch eine Menge Geschenke, ja. Und hier also die Überschrift Adventskalender, ja, und hier hast du praktisch deine 24 Türchen zum Öffnen, ja. Und das Besondere ist natürlich, es soll natürlich auch eine Überraschung sein, ja. Also das heißt, wenn du da draufklickst, ja, kannst du da Texte hinterlegen, ja. Hier zum Beispiel im ersten gehst du schön Pizza essen, ja. Am fünften kannst du, keine Ahnung, schaut dir zusammen Film oder was auch immer, ja. Und hier sind alles Beispieltexte, ja. Du kannst den also selber gestalten. Alle 24 Türchen kannst du hier selber hier hinterlegen, ja. Wie funktioniert das jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hier was ändern willst, ja. Und jetzt sag, okay, heute gehen wir Pizza essen mit Salat, ja. Dann könnte ich jetzt hier reingehen in den Code und gehe in mein JavaScript. Und hier siehst du schon, hier hast du die ganzen Sachen hier so gelistet. Ja. Und hier würde ich jetzt einfach hier reingehen und sagen, heute gehen wir Pizza essen mit Salat. Und und Nachtisch, oder es gibt auch einen schönen Nachtisch von mir aus, ja. So, wenn ich jetzt in den Live-Server gehe, dann müsste eigentlich, wenn sie dann draufklickt, ja, müsste das hier angezeigt werden. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Und das siehst du, wird es dann praktisch hier, kannst du also beliebig hier die Texte hier innerhalb von deinem Online-Adventskalender hier verändern. Funktioniert also prima. Also vom Aufbau hier sehr einfach. Ja. Was braucht man allgemein, wenn du hier startest? So. Brauchst also Visual Studio Code, ja, das ist das hier. So ein Quelltext-Editor, ja, den lädst du dir runter. Kannst du dir kostenlos runterladen und was ist denn das hier? Ah, jetzt. Kannst du dir kostenlos runterladen. Und das Erste, was du machst, wenn du dir den runtergeladen hast, ja, so sieht das Ding hier aus, dann installierst du den Live-Server. Ja, den kriegst du hier. Und hier über diese Extensions. Extensions sind sozusagen Erweiterungen. Ja, da klickst du hier drauf, auf Extensions, ja, und gibst hier oben Live-Server ein. Ja. Und dann steht hier, nimmst du den von Ritwik Day, ja, der ist ganz gut hier, den habe ich hier auch drauf. Du brauchst den, damit du das auch immer anschauen kannst praktisch, ja. Da steht dann hier Install, ich habe den jetzt natürlich schon drauf, ja, so wie hier steht da Install. Dauert so eine Minute, da klickst du drauf und wartest ab, ja. Und dann wird dir rechts unten, ja, wird hier Port 5500 hier angezeigt, ja. Und da kannst du praktisch immer draufklicken, so wie ich das jetzt mache, und kannst dir deinen Kalender hier anschauen, ja. Das sind also ganz wichtige Vorbereitungen, die du treffen musst, wenn du dir das Ding hier nachbaust. Du brauchst den Code nicht abzuschreiben, ja, sonst bist du den ganzen Tag beschäftigt. Wir laden den zusammen auf GitHub hoch, ja. Ich zeige dir, wie man das macht und wie du das hier auch runterladen kannst, das Ding. Ja. Wir bauen das Teil jetzt mal hier gemeinsam auf. Wenn du sagst, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja. Dann gehen wir hier mal rein. Ja. Ich habe hier zum Beispiel einen Developer-Ordner hier angelegt. Ja. Du hast deine Ordner heißen vielleicht völlig anders. Ja, ich gehe hier rein, gehe auf rechte Maustaste und gehe auf Neu und wir legen hier mal einen Ordner an.
Und wir nennen den Ordner Online Adventskalender. So nennen wir ihn. Ja, das ist gut. So. Und jetzt gehst du in dein Visual Studio Code und gehst hier oben auf File und gehst auf Open Folder und markierst dir diesen Ordner. Ja, wir haben ihn ja Online Adventskalender genannt. Ja, markieren. Jetzt habe ich den markiert und gehe auf Ordner auswählen. Hier darfst du keinen Fehler machen, sonst funktioniert das alles später nicht. Ja. So. Und jetzt siehst du, wird die hier oben Online Adventskalender hier angezeigt. Jetzt will das System wissen, ob ich dem System vertraue. Ja, mache ich mal. Ja, und gehe hier. Also, hier oben siehst du dann praktisch Online Adventskalender. Und alles, was wir jetzt machen, wird praktisch in diesen Ordner hier reingespeichert. Ja, das ist wichtig, weil wir brauchen das Ding ja nachher, auch wenn wir es auf GitHub hochladen und ja, mal gucken, vielleicht werden wir ihn noch veröffentlichen, den Adventskalender, damit du das mal anschauen kannst, wie funktioniert sowas eigentlich. So, jetzt brauchen wir drei Techniken. Wir brauchen also HTML, wir brauchen CSS und wir brauchen JavaScript. Wollen wir das? HTML ist praktisch eine Markup-Sprache, ist keine Programmiersprache, ist praktisch für die Struktur. Für das Styling und das Layout, ja, dass der eben zum Beispiel jetzt rot ist und so weiter. Da nehmen wir CSS-Code, ja, das schreibe ich hier noch, also Cascading Style Sheet nennt sich das. Kannst du dir mal auf YouTube ein Video dazu angucken? Und für JavaScript, das ist praktisch das Funktionelle, ja. Was heißt das? Das heißt, ich habe ja zum Beispiel auf so ein Kalendertürchen draufgeklickt und dann soll ja irgendwie was passieren. Das heißt, damit kannst du Funktionen schreiben, ja. Also wenn du da draufklickst, dass zum Beispiel der Text ausgegeben wird oder du willst ja schöne fette Geschenke haben, ja. Das ist praktisch, da nutzt du eben JavaScript dafür. Ja? Und da haben wir hier unser schönes Bild hier auch noch, ja. Also soweit zu der Technik. Die drei Techniken brauchst du. Jetzt gibt es noch eine vierte Technik, die sehr, sehr wichtig ist. Und wie nennt sich die? Ja, wer hat es gedacht? Media Queries. Was ist das? Wenn du etwas veröffentlichst, zum Beispiel so ein Adventskalender, ja, oder irgendwas anderes, dann ist es wichtig, dass du schaust, dass das Ganze responsiv ist. Ja? Das heißt, stell dir vor, du bist unterwegs, ja, sitzt im Bus oder in der U-Bahn und dann hast du ja nicht immer deinen Laptop dabei. Du rufst vielleicht das Ding auf dem Handy auf oder bist mit Tablet unterwegs oder was auch immer oder mit deinem iPhone. Ja? Weißt du, Teufel was? Ja. Und dann soll ja der Adventskalender dort auch gut aussehen, ja? Und dazu brauchst du Media Queries. Das heißt, es geht nicht von allein. Du musst den Code, den du schreibst, musst du praktisch so anpassen, dass der eben auch auf Handys und so weiter cool aussieht. Das heißt, du musst testen, testen, testen und gucken, passt das auch alles, ja? Das ist auf jeden Fall aufwendig, ja. Außer du kriegst es gleich hin, ja. So, jetzt haben wir hier die ganzen Strukturen. Jetzt weißt du, wofür das HTML zuständig ist, das CSS zuständig, das JavaScript. Und wir haben hier die Media Queries. Zeige ich dir nachher mal, wo das hier alles steht. Ja? Wir haben hier, jetzt gehen wir hierher und schmeißen den Code hier rein. Ja? Jetzt gehe ich hier auf Plus. Und gebe hier index.html ein. Ja? So. Ich habe den Code jetzt hier natürlich schon. Ja, gut, ich kann ihn ja gleich hier raus kopieren. So. Ich kopiere den hier raus. Zack, copy. Und wir machen ihn in unseren Online-Adventskalender hier rein. Ja? Also das wäre praktisch der HTML-Code. Ja? Das ist praktisch für die Struktur von dem Ganzen. Ja? So,
Dann habe ich ihm gesagt, wir brauchen CSS-Code, ja, für das Styling. Ja. Das soll ja schick aussehen. Gehe ich hier oben wieder auf das Plus. Und schreibe hier style.css. Klicke die Enter-Taste. Und schon habe ich hier auch wieder eine leere Seite. Ja. Jetzt holen wir uns den CSS-Code noch. Nochmal. Hier. Save. So. Hier ist also der CSS-Code. Alles für das Styling und Layout. Siehst schon, ist schon eine Menge hier am Code, das wir hier haben. So. Transkalender. Und dann brauchen wir jetzt praktisch nur noch das JavaScript. Ja, das wäre hier also der ganze Code. Und hier unten zum Beispiel siehst du diese Media Query Sache. Ja, die mobile Anpassung haben wir hier jetzt zum Beispiel. Ja. Wie kriegst du jetzt das JavaScript hier rein? Weil du willst ja praktisch, dass wenn deine Freundin oder dein Kumpel oder deine Schwester draufklickt, sie will ja sehen, was du für tolle Überraschungen für sie hast. Ja? Das heißt, du gehst hier oben wieder auf das Plus und gibst hier script.js ein. Ja? Klickst wieder auf die Enter-Taste. Jetzt holen wir uns das noch und schon haben wir unseren Kalender eigentlich fertig. Warum der immer Save macht, weiß ich nicht. So. Wir haben hier jetzt das Script. So. Und hier hatte ich ja anfangs schon gezeigt, so ein bisschen, ja, hast du die Möglichkeit, in den Text reinzugehen und das beliebig für dich anzupassen. Ja? Musst du dir alles überlegen, ja, was du jeden Tag hier für eine Überraschung hier hast. Ja? So, also gehen wir hier noch rein und kopieren die ganze Sache. Ja. So. Hier haben wir also unser JavaScript hier drin. Ja. So, jetzt gucke ich mal, ob unser Teil hier angezeigt wird. Ich gehe auf Go Live. Ja. Und du siehst, wir haben jetzt hier unser Teil hier drin. Zählt natürlich unser Bild. Ja. Das müssen wir hier auch noch reinmachen. Wir wollen ja unser Weihnachtsbild hier auch reinmachen. Ja. Und Weihnachtsbild 700 heißt das eigentlich. Ja. Das schieben wir jetzt hier in unseren Adventskalender hier rein. Ja. Wenn ich das jetzt hier mache. Und wenn ich jetzt loslasse, so, und dann siehst du, sofort wird mir hier das Ganze jetzt hier angezeigt. Ja. Du kannst auch hergehen und das Bild direkt hier reinschieben. Das geht auch. Also in dieses Teil hier rein. Das geht auch. Und du siehst schon, jetzt habe ich hier das Weihnachtsbild 700 hier angezeigt. Ja? Wo ist eigentlich das Bild jetzt hier eigentlich im Code? Und wenn du sagst, ja, mir gefällt das Bild nicht, ich will ein anderes, dann gehst du hier in Index. Ja? Und hier ist das Bild. Ja? Also hier oben geht das los in Zeile 1 bis Zeile 8 ist der Head-Bereich. Ja? Und innerhalb vom Body-Bereich, hier haben wir das Bild. Ja? In Zeile 10. Ja? Weil hier alles, was du hier schreibst, wird praktisch auf der Webseite gesehen. Im Zwischenraum vom Body-Bereich. Ja? Das ist ganz wichtig. Du sagst, ja, ich habe gar keine Ahnung, was, wie das hier aufgebaut ist. Ja? Im Zwischenraum vom Body-Bereich. Dort schreibst du immer deinen Code rein. Ja? Der Zwischenbereich ist hier, weiß markiert. Ja? Geht hier los in Zeile 9 und endet hier. Endet hier, weil hier so ein Schrägstrich ist. Ja? Und alles, was dazwischen ist, das wird dir angezeigt. Also zum Beispiel unser Bild. Ja? Jetzt habe ich hier Weihnachtsbild 700. Ja? Wird hier so aufgebaut. Ja? So ein kleines Dreieck,
img image. SAC heißt Source, ist gleich Weihnachtsbild 700. Ja, entweder du ziehst es so rein, so wie ich das gemacht habe, oder du machst es direkt von deinem Ordner in deinen Ordner rein. Ja. Wir machen hier noch so einen Alttext hier rein. Ja. Weihnachtsbild, so. Ja. Und hier hast du natürlich die Größe von dem Ganzen. 300 auf 300. Ich jetzt hier in den Live-Server wieder gehe und mir die Sache angucken will, ja, habe ich die Größe. Ja. Jetzt sagst du, ja, ich will es eigentlich viel größer haben. Man könnte es jetzt zum Beispiel auch 600 auf 300 machen. Ja. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Und jetzt setzt du es halt so. Ja. Hier musst du natürlich ein bisschen aufpassen, ob das dann auch responsiv ist, wenn du es auf Handy oder so anguckst. Ja. Ich lasse es jetzt mal auf 300, weil da habe ich es auch ganz gut getestet. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. So hast du hier das HTML, du hast hier das Styling, ja, von dem ganzen Kalender. Ja. So, hier ist das Styling. Und hier unten ist diese Media Query Geschichte, ja. Und hier haben wir das Bild und hier haben wir das JavaScript, ja. Hier findest du das JavaScript. So. Jetzt wäre das natürlich ein tierischer Aufwand, wenn du sagst, ja, das ist cool, aber ich bin da viel zu faul, um das Ganze abzuschreiben, ja. Deshalb gehen wir her und laden die Sache hier auf GitHub hoch. Ja? Nur wie kriegen wir jetzt diese ganze Sache hier hoch? Wir wollen das HTML, wir wollen das JavaScript und wir wollen das CSS, den CSS-Code. Alles wollen wir hochladen. Ja? Deshalb sind wir anfangs hergegangen und haben eben so einen Ordner hier angelegt. Und der Ordner heißt der Online Adventskalender. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier reingucken, Online Adventskalender, dann ist hier praktisch alles drin. Ja, das ist HTML drin, das ist CSS drin und das JavaScript drin. Gucken wir es hier an. Ja. Und das Bild ist hier auch drin. Perfekt für uns, weil das werden wir dann gleich hier brauchen. Ja. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt laden wir das Ganze mal auf GitHub hoch. Ja. Und werden uns den Code hier hochladen. Also. Jetzt mal überlegen. Okay. Hier auf GitHub. Und also was kannst du auf GitHub machen? Du kannst praktisch anderen Leuten Code zur Verfügung stellen oder du kannst auch zum Beispiel, um deinen Code zu sichern, kannst du es auch nutzen. Ja. Also GitHub ist sehr cool, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir da was anzulegen, so ein Teil. So, jetzt laden wir die Sache hier hoch in ein Repository. Was ist ein Repository? Es ist ein Grundgerüst, also praktisch so ein Verzeichnis, dort laden wir den ganzen Code hier rein. Ja, ich gehe hier auf New, so. Und gebe hier, ja, Weihnachtskalender ein oder, ja, Online-Kalender. Online-Kalender Weihnachten. Du kannst es nennen, wie du willst. So. Dann kannst du hier praktisch eine Beschreibung eingeben. So. Dann kann ich das hier auf Public stellen oder auf Privat. Das heißt, alles, was du
wenn du es öffentlich stellst, dann kann jeder praktisch an das Ding hier runterladen. Ja, das lasse ich jetzt mal so, weil ich will es so. Ja, du hast auch die Möglichkeit, auf GitHub also einen Privataccount hier anzulegen. Dann können nur die Leute eben zugreifen oder ja, denen du das eben erlaubst. Aber ich glaube, das ist kostenpflichtig, so viel ich weiß. Wir machen das hier auf Public, also öffentlich. Ja. So. Was kann man jetzt hier sonst noch machen? Du kannst hier auch eine Lizenz hier vergeben. Ja, dann gehe ich hier auf MIT zum Beispiel. So. Jetzt musst du praktisch so ein Repository hier erstellen. Steht Create Repository. Das heißt, wir erstellen jetzt so ein Verzeichnis, wo der ganze Code hier, ja, als HTML, das CSS, JavaScript und das Bild, alles wird hier reingepackt. Postet. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt hier auf Create Repository. So, und es ist, das ist hier mein Repository. Und hier steht auch schon Online-Kalender, Weihnachten, wunderbar, alles ist da. Ja, wir haben hier die Lizenz, alles da. So. Wie kommt der Code jetzt hier rein? Jetzt haben wir den ja immer noch nicht drin. Ja? Gehst jetzt also her, gehst auf Add File und gehst auf Upload Files. Gehen wir hier rein. Ne? Und was machen wir jetzt? Wir ziehen die ganze Hühnersuppe von dem Kalender hier rein. Ja? Steht da schon Track Files here to add. Also Online Advanced Kalender. Das war unser Kalender. Also mit gedrückter Maustaste, zack, ziehe ich den hier rein. Ja? Und lass los. Achtung. Und du siehst, innerhalb von wenigen Sekunden hast du hier sofort dein HTML, dein CSS und dein JavaScript und das Bild haben wir hier auch drin. Was will man mehr? Ja, yeah, wunderbar. So, jetzt musst du diese ganze Sache immer committen. Das heißt, GitHub will immer so ein bisschen wissen, er will praktisch die einzelnen Schritte immer wissen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie zurückgehen willst oder was verändern willst, ja, das heißt, man muss das committen. Ja, schreiben wir hin, was hast du da gemacht? Wir haben jetzt Upload, Kalender von mir aus, ja. Upload, Kalender 2024, Weihnachtskalender. Ja. Kannst du irgendwas reinschreiben? Ja? Jetzt gehen wir wieder auf Commit Changes. Gucken, ob das jetzt ob unser Teil jetzt hier drin ist. Und du siehst, wir haben hier also alles hier drin. Ja? Wir haben jetzt hier unser Online-Kalender, Adventskalender ist jetzt hier drin. Klicke ich hier drauf, gucken wir mal, ob das jetzt hier geht. Und du siehst, ich habe jetzt hier mein Index. Voilà, alles drin. Ja? Und ich jetzt hier wieder, hier glaube ich, kann ich wieder. Und ich habe mein Style von unserem Kalender, alles schön drin. Und ich habe mein Script drin. Was will man mehr? Ja. So. Jetzt kann es ja sein, dass du sagst, ja, ich will jetzt vielleicht noch irgendwie was ändern. Ja. Von dem Dings. Ja. Dann natürlich hier. Ja. Kannst du hier über Edit this File gehen zum Beispiel. Ja. Gehe ich hier rein auf den Stift, ja, klicke ich mal drauf. So, heute gehen wir Pizza essen mit Salat und es gibt keinen Nachtisch von mir aus. Ja, mache ich den Nachtisch mal weg. So. Jetzt musst du es auch wieder committen, ja, weil du machst jetzt eine Veränderung von deinem Code. Ich gehe jetzt hier rein, gehe auf Commit Changes, ja. Und schreibe hier von mir aus Veränderung, Zeile 3, Pizza. So. Und gehe jetzt wieder auf Commit Changes. Ja? Und du siehst, sofort wird mir das Ganze jetzt hier praktisch übernommen. Ja? So haben wir die ganze Sache hier jetzt
Ja, ganz cool hochgeladen, würde ich sagen. So, wie kommst du jetzt an diese Daten hier ran, ja, an den Kalender? Du gibst hier oben einfach die Domain hier ein, ja, und kannst dann praktisch hier auf Code gehen und gehst dann auf Download Zip, ja, und dann kannst du es praktisch, kannst du den Kalender aufmachen. Du kannst die Sachen verändern oder was auch immer. Ja. Falls du das noch nie gemacht hast, ich habe auch da ein extra Video mal gemacht, wie man etwas runterlädt von GitHub, damit du das siehst. Wenn du dir da ein bisschen unsicher bist oder so, dann kannst du dir das hier, das andere Video auch noch angucken. Nur die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ja. Jetzt haben wir die Sache so, wir haben ja jetzt unseren Kalender hier. Jetzt sagst du, es ist super, aber ich habe den jetzt irgendwie nur hier, aber ich will den ja zum Beispiel veröffentlichen. Jetzt zum Beispiel ginge das auch, ja, kannst du machen, aber musst du natürlich ein Impressum dazu machen oder irgendwas, ja, ist wichtig. Also, ich zeig dir gerade mal, wie man sowas jetzt macht. Du hast jetzt hier praktisch schon so statische Code HTML, CSS und JavaScript. Ja. Und wir wollen ja mal testen, ob das Ding hier auch online funktionieren würde. Weil jetzt haben wir es ja eigentlich nur, hast du es zu Hause auf dem Rechner. Ja. Da kann eigentlich jetzt also niemand zugreifen. Ja. Du hast den Code und freust dich, dass es alles cool funktioniert. Aber du willst das Ding ja hier vielleicht online schalten. Und was nutzen wir da? Wir gehen hier auf Netlify und werden das Ding mal online schalten und gucken, ob unser Teil hier auch funktioniert. Ja? Sonst sagst du, ja, jetzt hast du eine halbe Stunde gelabert, aber das Ding funktioniert ja nicht. Ja. So. Also, du gehst auf Netlify Drop. Du kannst es natürlich auch irgendwo anders machen. Ja. Ist immer ganz gut zum Testen, weil du kannst es dann auch einfach wieder runterschmeißen oder was auch immer. So, jetzt haben wir hier, sind wir hier auf app.netlify.com Drop. So, wie kommt der Code? Ist ja wieder die Frage. Ja. Wie kommt der Code jetzt hier online? Hier haben wir auch wieder die Situation. Wir haben das Ding ja hier so angelegt. Ja? Online Adventskalender. Auch hier können wir hergehen und schieben den Ordner hier rein. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Sekunden haben wir das Ding weltweit online. Gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Achtung, es wird spannend. Ich nehme also diesen Ordner und ziehe ihn mit gedrückter Maustaste, ähnlich wie bei GitHub. Ziehe ich den hier rein in das Drag-and-Drop-Feld. Und du siehst, es verändert sich die Farbe. Ich lasse los. Zack. Dauert jetzt ein bisschen. Und voilà, unser Teil ist online. Ja, jetzt brauchst du hier nur noch auf Open Production Deploy schalten. Und hoffe ich, dass es geklappt hat, dass wir ihn jetzt weltweit ziehen. Unseren Kalender. Zack. Und voilà. Ja, hat funktioniert. Ja, hier also unser Bild. Ja. Unser Adventskalender und wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, was ist mit unserer Pizza? Ja, heute gehen wir Pizza essen mit Salat und Nachtisch. Funktioniert wunderbar. Ich jetzt hier draufklicke, es ist Zeit, deinen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben. Noch nicht, ich glaube, es ist noch zu früh. Heute ist erst der 19.11., aber ja, du siehst, es funktioniert, egal wo wir hier draufklicken. Ja. Wunderbar. Und das ist ja jetzt zum Beispiel. Das ist ganz cool bei Netlify, weil es legt dir praktisch auch eine kostenlose Domain jetzt an. Ja, du kannst jetzt deiner Freundin oder deinem Kumpel schicken, ja, und der könnte jetzt praktisch hier draufklicken. Womit ich erst Probleme hatte, war mit dem Responsiven etwas ein bisschen. Da musst du halt, wie gesagt, musst du testen, wie das auf deinem Handy aussieht. Ja? Also, dass das
Alles, was du zu Hause machst, auf deinem Laptop oder auf deinem PC, da mag es ganz gut aussehen. Ja, aber immer, immer testen, ganz, ganz wichtig. Ja, testest auf verschiedenen, guckst du, ob das alles hier auch cool aussieht auf Handy. Ja, das siehst schon, hier haben wir hier auch noch. Was ist das hier eigentlich für ein Effekt? Also erstmal diese Mausgeschichte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so drüber fahre, ja, wie kriege ich das hier eigentlich, dass die Maus wird ja hier zu so einer kleinen Hand. Ja, wo ist das hier eigentlich hinterlegt? Gucken wir auch hier. Gehst du natürlich in das CSS hier rein. Ja? Und dort ist es praktisch auch hinterlegt mit Cursor Pointer hier in Zeile 47. Ja? Das ist ja praktisch dafür zuständig, dass die Maus zu so einem, ja, zu so einer kleinen Hand wird, sag ich mal. Ja? Also wie gesagt, alles, was mit Styling und Layout zu tun hat, hier siehst du auch, dann kannst du auch die Farben, du kannst die Farben ändern. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel hier so drüber gehst, ja, kann man hier die Farben verändern von dem Ding oder kann ja natürlich auch viel probieren oder ja, ist halt eine gute Übung, ja, sowas mal wirklich zu bauen und zu gucken, kriege ich das hin. Ja? Wenn du hier oben das alles immer schön anlegst, also schön mit der Struktur, ne? Hier hast du dein HTML, hier hast du alles für das Styling. Ja, wenn das Styling nicht gefällt, machst du es halt anders oder kannst du auch, wie gesagt, ein anderes Bild hier rein machen. Wie man das macht, hatte ich dir auch gezeigt. Mit dem Live-Server ist auch wichtig, ja, damit du immer die Sachen hier angucken kannst. Und was halt gut ist, wenn du so ein kleines Projekt machst, ja, es macht halt Spaß, wenn du weißt, okay, es funktioniert jetzt alles, ja. Und du lernst natürlich auch eine Menge, ja. Du kannst auch reingehen in den Code und Sachen verändern, ja, oder dass du hier die Texte mal veränderst und guckst, funktioniert das auch alles bei mir, ja. Also so wäre praktisch, das ist eine tolle Übung, würde ich mal sagen, ein cooles Projekt, so einen kleinen Online-Adventskalender zu machen. Und bevor du jetzt wegklickst, abonniere unbedingt den Kanal, weil du willst ja nichts verpassen hier von Schüler Programmierung. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.